So, willkommen zurück bei Na, Contraband also, wie Police. geprüft hat, denn, naja, als Gott. Raus aus der Feder. So, wir gucken mal. Ich könnte schon mal öffnen. Oder passiert dir gleich wieder was? Was sag ich mit dir? Gut. Also, wir gucken nochmal. Ja. KWR, Albarak und Fahrer 45. Danke. Darfst du aber trotzdem aussteigen, ne? Oh, habe ich jetzt schon angemacht? Wartet mal, ich guck mal. Ja, ist an. Okay, alles gut. So. Also, das Foto stimmt schon mal überhaupt nicht. Da fangen wir schon mal an, ne? Fahrzeugtyp. Fahrzeugtyp, was sagt er denn? Sagr 53. Das ist, glaube ich, auch falsch. Müsste falsch sein. Das ist falsch. Wiegen wir mal. Bist du noch drin? Gut. GYS 9573 RK. Okay. Name ist auch falsch. Gut. 26. Kehre zum Grenzposten zurück und nimm neue Aufträge entgegen. Ja, wir machen jetzt erstmal fertig hier. Mal mit Ruhe. Passnummer. E. Nee, 6E1Y. Machen wir den hier. Das überstimmt mal ein, ja, okay. Arbeit, bla bla bla. Wie alt bist du? 28, okay. Ida, Toprak. Sechsmal Gepäck wohl. Dann packen wir das mal auf. So, das haben wir nämlich letztes Mal vergessen in der vorherigen Folge. Das machen wir jetzt mal gleich. Auf die Schnelle. Gut. Dann gehen wir mal zur Fracht. So, sechsmal. Sechsmal ist richtig. Okay. Passnummer war richtig. Frachtbrief ist richtig. Kennzeichennummer ist richtig. Fahrzeuggewicht ist richtig. Müssen wir das so unten noch gucken? Aber vorher gucken wir, ob hier geschmuggelt wird. Aber es sieht nicht danach aus. Okay. Was weißt du? At Maduro. Bring mal die Fracht zurück. Und jetzt kontrollieren wir sein Fahrzeug noch. Jetzt. Also. Kaputte Scheiben. Ja, wir kommen gleich ans Telefon. Moment. Ist die hier raus? Oder ist die Scheibe drin? Und die Scheibe ist drin, ne? Das sieht sehr scheibig aus. Okay, hier haben wir ein zerbrochenes Fenster. Ich erkenne das auch schlecht, ne? Also, ein zerbrochenes Fenster. Karosserie ist alles dran. Reifen. Ein Plattenreifen. Scheinwerfer vorne sind in Ordnung. Hinten auch. Fehlender Spiegel, fehlende Stoßstangen. Ist halt nicht. Können wir mal gucken. Hinten fehlt die Stoßstange. Und vorne auch. Gut. Spiegel fehlt auch einer. Also haben wir die täglichen Bestimmungen auch noch dazu. So. Dann darfst du nicht rein. Ja. So. Geh mal schnell ins Telefon. Hallo? Und das hat zum Telefon. Normalerweise wurden solche von der Genosse Sarokin bearbeitet. Nicht
Okay. Gut, wir sollen da hinfahren. Müssen die anderen halt hier warten? Was soll man machen? Auf zum betrunkenen Bären. Ja, unser Geld ist halt, ne? Irgendwie nicht vorhanden. Dass wir uns mal unterwegs jetzt, wenn wir zurückfahren, neue Munition holen können. Aber vielleicht kriegen wir bei dem Auftrag gleich Geld. So, ne? Ich hoffe es ja. Genau, hier wollten wir auch noch mal gucken, ne? Was können wir heute knicken? Weil wenn wir jetzt schon durch die Gegend fahren, wir müssen die anderen trotzdem noch kontrollieren, bevor wir schlafen gehen dürfen. So, hier ist das Arbeitslager. Dann sind wir auch gleich schon da. Hui. Oh, das war knapp. Das war knapp. Genau, da hinten müssen wir hin. Vorne, ne? Mord und Totschlag. Willkommen. Gut, dass du da bist. Die Leiche wurde von einer Reinigungskraft auf der Rückseite des Gebäudes gefunden. Wir haben das Gelände gesichert. Im Haus befinden sich 6 Verdächtige. Sie waren zur Zeit des Mordes hier. Überprüfe alle Spuren und melde dich bei mir. Niemand verlässt das Haus ohne deine Erlaubnis. Oha. Durchsuche die Leiche, finde die Mordwaffe. Hier kann ich nicht durch. Gucken wir uns ganz genau um, ne? Hinterm Haus haben sie gesagt. Hier kann ich nichts aufmachen. Hab ich die Müll schon geschmissen oder was? Reinigungskraft. Okay, er hat ihn gefunden. Okay, das kann ich nicht öffnen. Hier gehen wir mal weiter. Hier kann ich nicht. Hinterm Haus. Dann gehen wir mal kurz nach hinten. Ich kann hier nirgendwo raus, ne? Geht auch nicht. So. Er liegt schon seit Stunden so da. Ich denke, wir sollten erst die Leiche durchsuchen und dann die Mordwaffe finden. Gut, dass du eine UV-Taschenlampe dabei hast. Okay. Wow.
VM. Aha. Da hat er noch Blut an den Schuhen kleben. Das ist Küchenmesser. Okay. Falsche Taste. Gut, dann gehen wir nochmal rein. Und hören uns mal an, was die Reinigungskraft zu sagen hat. Wo ist sie? Hier. ZahnVM. Ist da ein, der vielleicht so heißt? Wir gucken gleich schon mal. Ich habe da niemanden in Verdacht. So. Es war seltsam, als ich den Müll rausbringen wollte, stellte ich fest, dass die Tür zum Lager verschlossen war und die Schlüssel verschwunden waren. Ich ging außen herum und fand dann die Leiche. Zuvor hatte gesehen, wie dieser Tote hier mit einem Kerl mit Baskenmütze stritt, während er Karten spielte. Okay. Baskenmütze. Hat unser Verdächtiger eine Baskenmütze auf? Hat er. Als Oleg Aas raus war, wollte ich ihn am liebsten umbringen. Denn diese verdammte erste Generation in meiner Familie. Ich habe vielleicht ein paar Worte zu viel gesagt, aber ich würde diesem Bastard nie etwas antun. Du solltest mit Timur sprechen. Er benimmt sich seit gestern seltsam. Wer ist Timur? Du? Die Jungs haben mich mit Gewalt hierher geschleppt. Ich sollte zu Hause bei meinem kranken Vater bleiben, dem es in letzter Zeit immer schlechter ging. Diese Reinigungskraft kommt mir sehr verdächtig vor. Sie hat uns schon den ganzen Abend seltsam angeschaut und versucht, uns zu belauschen. Ja, gut, das ist ja jetzt. Das macht einen verdächtig, ja? Interessant. So, und du hier? Gestern haben wir es mit dem Alkohol ein bisschen übertrieben, aber es gab viel zu feiern. Oleg war so glücklich über die Beförderung, dass er mir sogar einen Teil der Schulden erlassen wollte. Ich habe keine Ahnung, wer Oleg den Tod wünscht. Den hat man gerade. Ihn hat man noch nicht. Wir sind hier, um Olegs Beförderung zu feiern. Wir haben 10 Jahre lang zusammengearbeitet. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ich bin sicher, dass dieser Bastard Sahaev ihn getötet hat. Es war Oleg viel schuldig. Er war Oleg viel schuldig. Gestern Abend kamen ein paar Jungs von der Fleischfabrik auf ein paar tiefe Schlucke vorbei. Nichts Besonderes, bis die Reinigungskraft hier reinkam, um mir zu erzählen, was sie im Hinterzimmer gefunden hatte. Sie war weiß wie eine Wand. Ja, ich glaube, wir haben unseren Verdächtigen. Wie heißt er hier nochmal? Vasil Morin. Der Vasil. Wir konnten feststellen, dass der Tod gegen 7 Uhr morgens eingetreten ist. Laut der Reinigungskraft haben unsere... Sie können nicht weit gegangen sein. Suche im Garten nach Hinweisen. Was soll ich jetzt machen?
Der hat das so schnell gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt. Da steht zwar auch, durchsuche die Räumlichkeiten, aber ich frage ihn lieber nochmal. Die Leiche wurde von einer Reinigungskraft auf der Rückseite des Gebäudes gefunden. Wir haben das Gelände gesichert. Im Haus befinden sich 6 Verdächtige. Sie waren zur Zeit des Mordes hier. Überprüfe alle Spuren und melde dich bei mir. Niemand verlässt das Haus ohne deine Erlaubnis. Alle Spuren. Was für Spuren? Ich weiß nicht, was für Spuren die jetzt meinen. Vielleicht irgendwas erkennen? Nö. Kann ja auch nicht rein oder so? Hä? Aber er hat ja auch gesagt, sie können nicht weit gekommen sein. Nichts machen. Jetzt bräuchte ich echt so einen Tipp, ne? Aber den gibt's ja irgendwie offensichtlich auch nicht. Aha. So viel dazu. Im Haus, ne? Also das hätten sie vielleicht ein bisschen besser beschreiben können, weil woher soll ich denn wissen, dass es jetzt draußen ist, wenn ich nicht gerade so zugehört habe, zum Beispiel? So. Gegen morgen schlug Timur vor, dass wir rausgehen. Ich habe es kaum bis zum Pavillon geschafft. Ich glaube, ich hatte einen Filmriss. So. Als ich aufwachte, saß Oleg nicht mehr am Tisch, aber wir hatten wieder etwas getrunken. Okay. Wir saßen im Pavillon und hatten keinen Wodka mehr. Timur ging in die Bar, um eine Flasche zu holen. Und Oleg musste auf die Toilette hinter dem Gebäude gehen, weil die Bar geschlossen war. Jegor schlief ein und blieb mit Nikita alleine. Als ich die Flaschen holen wollte, sah ich die Reinigungskraft in das Gebäude gehen. Sie sah so aus,
als würde sie Wenn du nicht versuchen, das etwas unter Krishna ihrer nicht Kleidung kreuz zu nach Wapa. verstecken. Etwas sei jo, Als die Gäste gegen 6 Uhr nach draußen gingen, hinterließen sie ein schreckliches Durcheinander. Ich ging raus, um eine Zigarette zu rauchen. Ich sah, wie einer der Gäste zur Rückseite des Gebäudes ging. Ich glaube, sie nannten ihn Timur. Ja. Also Timur und die Reinigungskraft bleiben auf jeden Fall noch. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Timur, wie heißt du mit Nachnamen? Krenko. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Atlista, my odkryli magazin. Atma wymożności lisz tutaj jest. Du kannst jetzt dort umsehen, im Lager. Wo finde ich das Lager? Hier hinten direkt, oder? Ah, ja. Kommandeur, in Übereinstimmung mit deinem Auftrag habe ich Oleg Bogdanov überprüft und bestätige seine Verbindung zur KGP. Der Informant wird heute noch getötet. Lang lebe das freie Akaristan, Timur. Ja. Das kann ich nicht mitnehmen. Ja. Ich war es, aber ich habe kein Mitleid mit ihm. Es ist nur ein gewöhnlicher Spitzel. Wegen solch dreckigen Abschaum sitzen meine Frau und viele Unschuldige im Gefängnis. Diese kranke Regierung hetzt die Menschen gegeneinander auf und bietet ein paar Groschen für den Kopf eines anderen. Für diejenigen, die nachgeben, hat die blutige Faust nur eine Strafe. Ja, theoretisch, ne, blutige Faust. Wenn wir das durchspielen wollen, dass wir nur auf deren Seite sind, aber der hat jemanden umgebracht. Einfach so. Der Viva la Revolution. Im Akt der Verzweiflung zieht Timur ein in seinem Schuh verstecktes Messer heraus und schwingt es in deine Richtung. Dank der schnellen Reaktion von Sergeant Baikov überstehst du die Situation unbeschadet. Der Mörder wird mit einer Schusswaffe ins Krankenhaus gebracht, wo er auf seinen Prozess wartet. Mussten wir in dem Fall. So, und jetzt ist es wie spät? Ach, die haben die Zeit angehalten, na Gott sei Dank, ne? Ja, steig mal aus. Lass mal gucken, was für ein Fahrzeug du hast. Nimm mal deine Papiere. So, guck mal. Hast du was günstiges? Kartoffeln für 20. Weiß halt nicht, was so eine Kartoffel normalerweise kostet. Scheiße. So, warte mal. Wir gucken. Kratztuck sagt er. Ja. Endlich mal jemand, der es richtig hat. Bariosor, Bariosor. Okay. 4190. Ah, knapp. Kakastan ist richtig. Wie alt bist du? 45. Der ist gesucht, ne? Der wird gesucht. So, GZV. 5280 FN. Gut. Räumen wir alles aus. Der schmuggelt doch bestimmt. Der ist 45. So.
Jetzt gucken wir erstmal. Aha. Dann gucken wir doch mal, ne? Ja, haben wir hier auch noch Schlangenzeug? Aha. Mal von der Seite gucken. Ja. Das haben wir schon mal. Dann wird da drüben ja mit Sicherheit erstmal aufschreiben. Müssen wir uns nochmal ein neues Messer holen. Merz alles? Ja. Wir holen uns mal schnell ein neues Messer. Achso, wir wollten ja eh mal. So. Auch schon mal hier reinmachen. So. Hä? Nein! Was hab ich denn jetzt gemacht? Eins kommt das rein. Ach, weil ich. Gut. So. Zack. Die geht eh gleich kaputt. Entschuldigung. Okay. Hier ist nichts drin. Hier auch nicht. Immer ja damit. Schon, ne? Hier ist nichts. Das hatten wir schon. Ein Kühlschrank hatten wir schon. Okay, gut. So. Ein Kühlschrank. Zweimal Seife. Achtmal Zement. Zwei Waschmaschinen. Eine Toilette. Okay, das stimmt. Das ist Schmuggler, wir tun ihn ja eh verhaften, aber vielleicht finden wir noch was.
irgendwas kaputt ist oder so. Scheibe, Spiegel, Spiegel. Gut, die Stoßstange habe ich natürlich jetzt kaputt gemacht. Gut, du bist behaftet. Nein, ich will da ran. Ja. Dann kann er ja das Ganze wegräumen. Weg damit. Mhm. So, nächster bitte. Also dem fehlt schon eine Scheibe, wie wir sehen. KBQ, okay. Ja, ich habe dich darum noch gar nicht gebeten. Deswegen, und du darfst auch direkt mal aussteigen. So. In Illich 57, sagt er. Huch, falsche Taste. Ja, das stimmt. Handel. 24. August ist richtig. 28. November. Königreich von Erkai kommt da. Wie sieht er aus? Sieht er so aus? Hm. Ja, schon. Ein bisschen. Gut. Das haben wir. Gucken wir mal. Ja, wir gehen mal hier unten den Fahrzeugschaden durch. Also greifen. Stoßstange hat er das. Ein Fenster ist kaputt. Ein Fenster, ein Reifen. Ja, jetzt ist die Frage, wie sieht die Karre von hinten aus? Sollte so passen eigentlich. So. Eine Ziege, ein Schwein, drei Hühnchen. Okay, die bewegen sich alle. Ja, das haut hin. Okay, das haut auch hin. Das stimmt. Das haben wir noch nicht ganz kontrolliert, glaube ich, ne? Mal, es war vorne. KBQ47. 68AO. Okay, das ist auch richtig. Fahrzeugtyp war richtig. Frachtbrief. Foto ist in Ordnung. Passnummer ist in Ordnung. Haltbarkeit in Ordnung. Ja, ich hätte gesagt, er hat nur zwei Fehler. Seiten hinten ist die Stoßstange. Oh, warte mal. Der hat gar keine Spiegel, ne? Er müsste Spiegel haben, er hat aber keine, okay. Und damit darf er doch nicht durch. Hätte mal beinahe einen Fehler gemacht. Da müssen wir aber jetzt jedes Mal aufpassen, ne? Es ist so viel zum Kontrollieren. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Also. Warum die mir das mal alle direkt in die Hand geben? Aufsteigen. So. Ja, guck mich mal an.
Okay, Bild ist in Ordnung. Gratztuk. Das ist falsch. Kennzeichennummer. SUP6484. PH ist richtig. Fahrzeuggewicht. 800 ist auch in Ordnung. Nasr Maluf. Das ist falsch. Er kommt als Al-Barak. Der hat Dreck am Stecken. Da kontrollieren wir direkt richtig. 10. Mai ist in Ordnung. 27. Oktober ist in Ordnung. So. 4-mal Seife, 5-mal Gepäck, sagt er. Wir gehen jetzt aber erstmal durch. Ist was kaputt? Scheibe ist da, Scheibe ist da. Ein Rücklicht ist kaputt. Na? Hallo? Ein Reifen ist Schrott. Frontscheibe ist kaputt. Und noch ein Scheinwerfer ist kaputt. Stoßstange hat er. Hinten auch. So, und dafür ist das hier schon mal. Und jetzt geht's los. Oh, falsche Taste. Er müsste Schmuggler sein. Laut unserem Okay, vielleicht machen sie es nicht so offensichtlich. Anscheinend ist er aber kein Schmuggler. Ich habe jetzt nichts gesehen. 5-mal Gepäck. Wo hast du das andere Gepäck noch? Also, ich würde sagen, der Frachtbrief ist auch falsch, ne? So. Und damit kriegst du jetzt deine Absage. Achso, du musst erstmal einräumen. So. Und du darfst gleich wieder nach Hause fahren. Ist aber nicht der Schmuggler. Ich habe kein Schmuggelzeug gesehen. Weil hier steht ja Al-Barak. Aber er schmuggelt nicht. Ja, das war das Falsche. Gucken wir mal kurz. Okay. So, stecken wir aus. Nie madre problema. Ad maturo. Also, Ryu macht wie immer alles nur zum Schein. Wie wir wissen sehr gut, wie die Straßen von Akaristam Alltag aussehen. Ja, das mag sein. Was sagst du? Asam. Okay, das stimmt schon mal. Gewicht. So, in Ordnung. Ele Kakia. Kakia. Okay. FVE 9296 WP ist auch richtig, okay. Also, das ist schon mal richtig. Frachtbrief. Madre dello spravidelice to grusco. Ja, es ist immer nötig, das zu tun. Keine Schlange. Nichts drin.
Reinigungsmittel einmal, Toilette einmal, Zement einmal, Waschmaschine. Okay, das stimmt auch. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Achso, du darfst schon mal einräumen. Arosko, Varishu. So. Also. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Ja, doch, Foto passt. Albara, komm da auch. Ja. Gucken gleich noch am Fahrzeug wegen Schmuggel. 22. Mai ist in Ordnung. 5. Juni ist in Ordnung. Oh. Nein, okay. Hab jetzt nichts gesehen, was bisher falsch wäre. Guck mal. Hier ist nichts. Also ich sehe auch nicht, dass er schmuggelt. Dann gucken wir jetzt noch mal. Reifen. Scheibe ist in Ordnung. Reifen ist in Ordnung. Stoßstange hat er. Das auch. Warte mal. Nicht? Mach mal wieder zu. Zu. Okay. Scheint. Jetzt wäre der sauber. Tja. So. Ich habe nichts feststellen können. Akaristanska. Das falsch war? Ich glaube, ich hoffe nicht. Oje, oje, oje. Okay, das war richtig gut. Gut, dann haben wir das ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann legen wir uns hin. Tag 14. Korrekte Prüfungen, beendete Missionen. Okay, wir haben wenigstens wieder ein bisschen was auf der Tasche. Ich sag euch Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.